Erstmal ganz herzlichen Dank für Ihr Engagement heute am Europäischen Protesttag für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung hier am Brandenburger Tor. Wir bemühen uns im Ausschuss gerade mit der Umsetzung einer europäischen Richtlinie zur Barrierefreiheit, insbesondere bei Produkten und Dienstleistungen, also auch im Bereich des Internets, bei Automaten, bei Apps, um mehr Barrierefreiheit. Das ist ein richtiger Schritt, ein kleiner. Leider wird er wieder nur auf dem Verwaltungsgerichtsweg umsetzbar sein und nicht als subjektiv einklagbares Recht für jeden, der auf die Nutzung dieser Dienste angewiesen ist. Es ist eine generelle Schwierigkeit, glaube ich, an der wir arbeiten müssen. Das gilt für den Bereich der Dienstleistungen, das gilt für den Bereich der Produkte. Es gilt auch für die bauliche Umwelt. Es gilt für die Frage, wie kann ich eigentlich im öffentlichen Personennah-, aber auch im Fernverkehr sicherstellen, dass mein Beförderungsanspruch auch wirklich erfüllt wird. Und da reicht es, glaube ich, nicht, die gute Arbeit der Schlichtungsstelle in Anspruch zu nehmen, sondern wir brauchen Rechte, wo ich selber gegen den Träger des Transportunternehmens klagen kann und sagen, ich konnte nicht mit, weil du das nicht sichergestellt hast und deswegen hatte ich folgenden Schaden. Und wenn wir diesen Mechanismus in Deutschland etabliert bekommen, dann werden die zum Teil guten Regelungen, die wir haben, die aber nicht in die Lebenswirklichkeit Einfluss nehmen, dann werden die wesentlich schneller umgesetzt. Das ist das Ziel, das wir hoffentlich bis zum nächsten Jahr erreicht haben.